Wir haben eine relativ genaue Vorstellung davon, wie sich 60er und 70er Jahre anfühlen, quasi aus der historischen Perspektive. Wir wissen, was das für uns bedeutet in Deutschland, was wir darunter fassen. Bei den 80ern ist das sehr viel verschwommener, da verfließt noch ganz viel. Da haben wir die geistig-moralische Wende, wir haben aber auch die neuen sozialen Bewegungen. Es kommt ganz viel zusammen. Da ist der Beginn einer neuen Globalisierung ein bisschen und gleichzeitig eben ein Rollback im Sinne des Konservativen. Also insofern ist das etwas, bei dem ganz, ganz viel gleichzeitig passiert und wir noch nicht so ganz sicher sind, wie wir das eigentlich zu fassen haben. Das kann auch gar nicht anders sein, weil eben erst jetzt sich Archive öffnen, wir an neue Materialien drankommen, auch weil sich im historischen Rückblick quasi erst mit viel Abstand so ein bisschen das Urteil auch schärft und man vielleicht auch gelassener über bestimmte Sachen dann eben spricht und urteilt. Und nicht zuletzt ist das eben auch ein Jahrzehnt, in dem die jetzt langsam groß werdenden Leute auch ihre Jugend und ihre ersten Erinnerungen verbracht haben, was auch nicht zu unterschätzen ist als Motivation, das als Redaktion wie jetzt indes dann in den Blick zu nehmen. Und wir haben versucht, die 80er eben mit der uns eigenen Indes-Perspektive dann anzugehen. Und das bedeutet eben nicht eine systematische Gesamtschau, wo wir versuchen, alles der Vollständigkeit halber abzuarbeiten, sondern eben Perspektiven zusammenfließen zu lassen, indem wir wissenschaftlich ganz unterschiedliche Leute auf Themen angesetzt haben, aber auch literarisch versucht haben, Eindrücke über ein solches Jahrzehnt zu sammeln, um quasi eine Stimmungs- und Tonlage entstehen zu lassen in einem solchen Heft. Und das bedeutet auch, Themen ganz unterschiedlicher Reichweite nebeneinander zu stellen. Also Gesamteinordnungen, Interviews über, was bedeuten eigentlich die 80er Jahre, bis hin zu kleinen Details, wie ein Max-Planck-Institut für damals global ganz wichtige Themen, was plötzlich dicht gemacht wird. Oder aber eben Detailfragen der Philosophie der 80er Jahre oder aber bis hin zu einem Artikel über die Neoliberalisierung und Demokratisierung in Lateinamerika dann eben zusammenzufügen. Und ich glaube, in der Gesamtschau entsteht dann doch ein Einblick und ein Heft über dieses Jahrzehnt, was überaus spannend und lohnenswert ist.